Man kann zu jeder Zeit Verträge nach der Insolvenz eingehen. Sofern man in der Lage ist, aus dem unpfändbaren Teil seines Einkommens diese auch bedienen zu können. Also sei es also ein Mietvertrag ist ja ein Schuldverhältnis, ja, was dem Mieter ja oder in dem Fall also beide Vertragspartner ja verpflichtet zu irgendeiner Handlung. Ja. Der eine stellt den Wohnraum zur Verfügung und der andere muss dafür Miete bezahlen. Ja. Und das ist aber wohl nicht das Problem, ja, innerhalb der Insolvenz, wenn jemand innerhalb dieser Zeit eine Wohnung mieten kann, dann kann er natürlich das Problem haben, ja, dass ihm der Vermieter nicht traut, ja, dass er die monatlichen Verpflichtungen auch nachkommen kann. Sprich, es geht um seine Kreditwürdigkeit, ja. Und in der heutigen Zeit ist es ja üblich, dass die Vermieter hohe Ansprüche stellen. Unter anderem möchten sie auch eine Schufa-Anfrage oder Schufa-Auskunft haben, die also nun sicherstellt, dass die Mietzahlungen kommen. Dagegen kann sich der Mieter kaum zur Wehr setzen. Er steht halt drin und diesen Eintrag bekommt er auch nicht weg, so dass er eben entweder die Möglichkeit hat, über eine Bürgschaft Erklärung von einem Freund oder Verwandt oder aus der Verwandtschaft, Ach, ja, das geht dann. die Kreditwürdigkeit zu sichern. Das heißt, wenn er das, da hat dann der Vermieter dann die Sicherheit, wenn der nicht zahlt, ja, dann bekomme ich es wenigstens von meinem weiteren Schuldner, ja, also Drittschuldner, der sich da für die Verpflichtung eingegangen ist. Ne? Oder wenn eine Ehefrau da ist, die verdient, also ein zweites Einkommen, möglichst noch höher als das, was der Partner verdient. Das ist auch eine Sicherheit. Also ja, das sind so die beiden Möglichkeiten, aber es ist ja in der Praxis ja so, ja, dass der Vermieter ja, wenn eine Familie einzieht, beide Partner unterschreiben lässt, ja, sodass der den Mietvertrag unterschreiben lässt, dass der in dem Fall, in unserem Beispiel, der besser verdienende Partner ohnehin ja Mitmieter ist. Und dann stellt sich das Problem nicht, ne, dass der Schuldnerpartner keine Wohnung bekommt, ne, weil er Also, eben nicht kreditfähig ist. Ne. kann man sagen, grundsätzlich ist es machbar, Ja. aber man muss dann in irgendwelche Form, wie Sie gerade gesagt haben, primär Sicherheiten vorweisen Ja. können. Sei es durch den Ehepartner in dem Fall zum Beispiel. Ja, und ergänzend ist noch dazu zu sagen, ja, dass also wenn während der Insolvenz eine Wohnung angemietet wird, dann ist der Insolvenzverwalter nicht verpflichtet, weil er das Vermögen, ja, das oder der Teil des Einkommens, aus dem die Miete bezahlt werden soll, ja, nicht pfändbar ist. Anders stellt es sich, wenn er jetzt nun vor der Insolvenz ja in einer gemieteten Wohnung gelebt hat oder lebt und es wird der Insolvenzantrag gestellt, ja, dann unterliegt diese Mietwohnung oder ja ebenfalls dann tritt der Insolvenzverwalter in diesen Vertrag ein, aber er wird sich schnell von dieser Verpflichtung befreien, ja, indem er das Vertragsverhältnis bzw. die Wohnung freigeben wird, sodass das wieder in der Verantwortung des Schuldners dann liegt, ne, seinen Okay. Mietverpflichtungen nachzukommen.
Und das möchte der Insolvenzverwalter natürlich nicht. Ja. Und, sich gegenüber dem Vermieter zu verpflichten. Ne? Klar. Ja. Okay, so. Also geht es auf jeden Fall. Das ist ja schon mal ein sehr wichtiger Punkt an der Stelle. Ja.